Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play City Skylines. Ich grüße euch. Schön ist es hier in unserer kleinen, aber feinen Stadt der Liebe, meine Lieben. So, jetzt gucke ich mal gerade. Hier schaut das alles supi aus. Okay. Auch hier hat das alles noch Hand und Fuß. Hier unsere kleine Narbe der Erde. Ja, ein kleines bisschen zumindest. Hier wollen unheimlich viele abfahren. Und zwar hier in die Stadt rein und verteilen sich hier. Und hier entsteht ein gigantischer Stau. Hauptsächlich hier, dann hier rum. Und dann haben wir hier die Stau überhaupt. Jetzt pass auf, jetzt gehen wir mal hierher und sagen pass auf. Da ist rechts, da ist beide Richtungen. Kann aber auch geradeaus sein. Da geht es nur nach links. Okay. Counter 1, 2. Okay, da läuft jetzt der Counter hier. Keine Sorge, meine Lieben, ich mache hier nicht permanent jetzt mit. Dieses Mal mache ich jetzt nicht nur diese Abfrage eben, dass ich nur mit dieser einen Ampel arbeite. So, pass auf. Nee, das lassen wir mal. Richtungspfeil. Das passt. Okay, warte mal kurz. Ich muss mal ganz kurz schauen. Hier machen wir ein Stoppsignal hin und hier lassen wir Vorfahrt. Ich möchte das mal ausprobieren. Jetzt ist die Ampel nämlich hier weg. Da sollte der Verkehr jetzt zumindest, wenn er sich einigermaßen bewegen kann, sollte er besser werden, weil dann können wir nämlich auch hier diese Seite entlasten und dann sollte sich dieses Kreuz hier ein bisschen zumindest halbwegs wieder etablieren. Wie das natürlich jetzt hier aussehen mag, weiß ich noch gar nicht. Aber auch hier müssen wir mal ganz kurz rangehen und zwar Richtungspfeile setzen. So, das dauert jetzt wie gesagt immer ein bisschen. Ich will, dass die Rechtsabbiegenden nur hier abbiegen können und dann die anderen geradeaus fahren können. Wie gesagt, dauert alles eine Zeit. Aber sollte in sich funktionieren, hoffentlich. Gucken wir mal. Ich bin, wie gesagt, noch wahnsinnig gespannt, ob das mit diesen neuen zeitgesteuerten Ampeln, Richtungspfeilen und so weiter, ob das auf Dauer gut funktionieren kann. Ich glaube schon. Hier müssen wir allerdings nochmal rangehen. Hier muss ich die Richtungspfeile nochmal ändern. Und zwar, hier dürfen nur Geradeausfahrer sein, weil sonst gibt es da nämlich Stau. Und hier gibt es auch Stau. Und zwar gar nicht mal so wenig. Weil die wollen alle hier zurück und manche wollen da wieder raus und ist alles stressig. Ihr seht schon hier, auch da wird versucht, Busse, über 230 Busse sollen hier über dieses Depot steuern. Das ist ein bisschen arg viel, muss ich sagen. Und deswegen wird es hier auch gerade ein bisschen eng. Aber hier hat sich's mittlerweile schon relativ rausgemittelt. Hier schaut es auch gar nicht mal so schlecht aus. Bisschen wirr noch hier im Abgang quasi. Aber das kriegen wir hin.
Und hier scheinen sich wohl die letzten Busse auch mal durchgepflügt zu haben, weil dann kann der Verkehr nämlich hier wieder einigermaßen angenehm rollen. Weil das ist ja alles nur Schuld, weil wir alle Linien, weil wir eine Linie quasi aufgegeben haben und dann natürlich alle Busse auf die Heimfahrt sich gemacht haben. Und das müssen wir jetzt hier in der Stadt, müssen wir das noch lösen. Weil das ist nämlich schon irgendwie wichtig, finde ich, dass wir das hinbekommen. So, hier ist relativ ruhig, auch im Hintertreffen. Hier rauswärts geht es vom Verkehr her super. Da sehe ich jetzt keine Megastaus. Also hier so Rückstau auf dem Kreuz, das darf nicht sein. Auch im Kreisel darf eigentlich kein Stau sein. So ist okay, da ist viel los, aber es geht. Ja, das kann noch, das ist fahrbar. Ja, fahrbar ist super. Hier haben wir auch relativ viel Verkehr noch, der hoffentlich mit den Bussen dann endet. Ihr seht schon, da fahren relativ viele Busse hier rauf auf diese Seite. Das ist in Ordnung. Und hier sind auch dummerweise gleichzeitig Taxis unterwegs, die halt auch noch den ganzen Plunder hier verstopfen. Okay. Ja, der Verkehr hier fließt so, wie er soll. Wir könnten natürlich jetzt Folgendes tun. Wir könnten jetzt natürlich so hergehen und hier sagen, wir richten hier eine Doppelspur ein. Geht aber nicht. Nee, weil dann... Ah, nee, das ist Quark. Wir könnten auch eine Einbahnstraße reinbauen, damit hier die Straße entlastet wird. Das, finde ich, könnte man mal probieren. Dass wir hier hergehen und sagen, das wird eine Einbahnstraße. Ah, das nimmt den Bus hier wieder weg. Nee, das können wir nicht machen. So, jetzt sollte die Station wieder anfahrbar sein. Ich würde es unglaublich gern vergrößern, aber was auch helfen könnte, ist, wenn wir das Taxiunternehmen hier einfach rübersetzen. Einfach um hier den Stress rauszunehmen. Sind immer noch Rausfahrende. The Forest Service has stated that there is a risk of an imminent forest fire in the area. Residents are advised to avoid forested areas. Hier soll ein Waldbrand ausbrechen, oder zumindest ist die Gefahr eines Waldbrandes sehr, sehr groß. Okay. Lass mal kurz die Jungs hier checken. Hier ist nämlich relativ wenig Absicherung da. Wir bauen jetzt hier nochmal kurz eine neue Sicherheit auf. Okay, damit sollten die nämlich jetzt erstmal ein bisschen geschützter werden. Das freut natürlich alle hier. Hier ist auch ein bisschen mager, oder? Gerade auch auf diesen Hauptachsen. So, auch hier mittendrin, mitten in der Stadt, ist es auch düster mit der, also Feuerwehr. Da haben wir ein bisschen gepennt, habe ich so das Gefühl. Es freut auch hier alle sehr. Hier kann auch nochmal eine kleine Feuerwehr rein. Gut, okay. So, schauen wir mal. Und zwar, hier brauchen wir ein Hubschrauberdepot. Bauen wir hier zwei gleich nebeneinander. Die hängen am Wasser. Zumindest marginal. So. Okay. Hubschrauber sollten demnächst an den Start gehen. Und hier geht's los, meine Lieben. Die Sonne brennt. So heiß.
Die ersten Brände geschehen. Ich hoffe, wir kriegen sie in den Griff, meine Lieben. Und das Feuer breitet sich hier rasant aus. Oh, 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 oh. Noch ist nicht so schlimm, noch ist nicht so dramatisch, aber... Wie schaut es hier mit den Firewatches aus? Die sind okay. Aber sollten wir vielleicht noch ein paar mehr hinsetzen? Weil hier ist der erste Anfang. Ja genau, hier kommen schon die ersten Löschhubschrauber. Das ist sehr angenehm. Die kriegen das vielleicht sogar relativ human in den Griff. Vielleicht kriegen wir das hin, dass es hier nicht mehr ganz so schlimm brennt. Oder wir löschen sogar ab. Aber ich glaube, die Gefahr ist noch nicht rum. Hier wird getankt. Und ihr seht schon, die Hubschrauber, die nähern sich schon der Brandzone. Aber hier wird alles zusammengezogen, was gerade so in und um unsere Stadt herum am Fliegen ist. Weil das ist jetzt hier eine gefährliche Ecke. Wenn hier dauerhaft Brände entstehen, da kommen wir nicht rum. Aber zwei neue Hubschrauberlandeplätze sollten auch die Ecke hier mal hubschraubertechnisch ein bisschen an den Start bringen. Wir können das mal im Auge behalten. Ich habe Angst, dass es demnächst richtig böse kracht hier. Unser Hubschrauber hier war auch gerade noch einer. Naja gut, und der Airport, der an sich schaut ja eigentlich mega mittlerweile aus. Wie viel ist denn der Umstieg? Ja, viele sind es nicht, die auf unserem International Airport landen. So, hier, das schaut auch irgendwie crazy aus, wenn du so wie so eine Piste rauffährst. Ach, das ist eine Eiswürfelfabrik. Auko. Eiswürfel. Schick. So, okay. Kranke Bürger? Das machen wir nicht hier. Also sowas geht gar nicht. Dann können wir mal hier eine Sauna platzieren. Nur für die Bürger. Hebt natürlich auch ein bisschen die Stimmung. So. Und dann gibt es hier auch nochmal ein bisschen Gesundheitswesen. Sollten wir auch ein bisschen im Auge behalten. Guti, was ich jetzt allerdings noch gucken wollte, war hier oben unsere Kreisverkehre da. Die machen einen relativ coolen Eindruck und zwar laufen die jetzt wieder fast normal. Aber nur fast. Da müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Meine Idee war gewesen, nachdem wir da hier oben relativ gut angeschlossen haben, hier sehen wir auch tatsächlich keine weiteren ausbrechenden Brände. Brände, Bäume 29, keine Verluste, da ist eigentlich alles in Ordnung. So, jetzt kommt der Teil, den ich eigentlich mir überlegt hatte, ob ich ihn machen soll oder nicht. Und zwar, ich würde ganz gerne eine Querautobahn bauen. Und zwar eine Autobahn, die hier irgendwo beginnt, hier vielleicht. Und hier sich einmal über die ganze Stadt zieht. So eine Art Stadtautobahn, ja. Die sich hier rumzieht, dann hier rüber geht, alles ganz weit oben. Ne? Also, dass die Stadt runter noch entsteht. Und dann mündet die hier hinten, geht die noch vorbei. Und mündet dann hier wieder auf unserem Autobahnaufbringer. Das heißt, wir haben hier einen Anschluss möglich. Ich weiß nicht, ob man das machen soll. Habe ich Bedenken. Habe ich noch immer noch Bedenken. Schaut es hier mit dem Taxi aus? Taxi, keine Taxi. Ja, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, dass man dann halt eben einen Anschluss hier rüber baut, damit hier Taxis leichter auch an die Flughäfen kommen und solche Geschichten. Könnte man halt alles noch machen. Schwierige Lage. Geld dafür hätten wir. Ground elevated. Elevated. So.
Jetzt gucken wir mal. Wie hoch können wir? Wir könnten so. Wisst ihr, die Idee ist quasi, dass wir erst eine Richtung bauen. Und die hier dann halt quer rüber laufen lassen. So wirklich quer rüber. Dann hier bogenmäßig über die Stadt gehen. Und dann hier wieder Bogen rum. Geradeaus über dieses Industrieviertel drüber und dann hier rum. Und halt die Anschlüsse dann legen. Das ist so der Knackpunkt auch in der ganzen Geschichte. Bloß, wir müssen halt schauen, dass wir über diesen bestehenden Problemzonen hier drüber kommen. Und das geht hier halt echt nicht, weil hier ist schon eine Brücke. Eine relativ hohe sogar. Und dann würde das extrem schwierig aussehen. Das Problem ist, man kann leider immer noch nicht auf Zurück-Button drücken und einfach letzte Änderungen entfernen. Das fände ich schon sehr cool. So. Das Problem wird auch sein, die Autobahn dann wieder zurückzubekommen. Weil wir legen die ja hier nicht nur ein bisschen über die Stadt, sondern komplett rüber, ne? Anschließen möchte ich sie halt auch nicht, ne? Weil dann hast du wieder das nächste Problem. Dann werden wir hier mit Slim Pillars arbeiten. Man muss sie halt immer so stückweise legen. Damit man auch anständig hier gerade über die Kanten drüber kommt. So, jetzt bauen wir hier Bögen rein. Wie gesagt, ich hab so die Hoffnung, dass das mal ziemlich geil wird. Ach so, wir wollten ja hier rüber gehen, warte. Dann gehen wir wieder gerade weiter. Dann machen wir hier wieder einen Bogen. Wie gesagt, nach Möglichkeit will ich nicht so viel verändern an der Stadt. Das wird schon weh genug tun. Und ich habe auch eure Kommentare im Übrigen dazu gelesen. Viele waren da nicht so ganz glücklich über dieses Projekt. Haben gesagt, ob das unterm Strich so geil aussehen wird, weiß keiner so genau. Kann ich verstehen. Aber ich habe halt die Hoffnung, dass das eines Tages mal so richtig cool aussieht, wenn sich da so eine Autobahn durcharbeitet. Weißt du, wie ich meine? Wir müssen halt auch Platz lassen, dass wir auch eine Gegenspur bauen können. Weil wenn ich das jetzt ganz knallhart hier reinbaue, kann es uns passieren, dass wir hier nicht mehr wegkommen, dass wir keine Rückfahrbahn bauen können. Und das will ich halt nach Möglichkeit total vermeiden. Wisst ihr, wie ich meine? Dass man dann halt zwar eine Reihe, also eine Fahrtstrecke setzen kann, aber die Rückfahrbahn dann weg ist, ne? So, dann gehen wir hier jetzt rüber. Wie das mit den Auf- und Abfahrten sein wird, da werden wir auch rumbauen müssen, vermute ich mal. So einfach wird das nicht gehen. So, dann versuchen wir hier wieder den Bogen zu kriegen.
So. Wir müssen jetzt hier quasi... Hier will ich schauen, dass wir hier halbwegs rumkommen. Weil wir müssen hier jetzt drüber. So, und dann geht's hier lang. Und endet hier ungefähr. Da würde ich sagen. So. Und jetzt müssen wir das ganze Ding halt einfach wieder zurückbauen. So, warte mal. Die Autos kommen von da. Das heißt, es muss... Wir müssen auf der Seite unseren Verkehr legen. Und das wird jetzt eben die Anstrengung werden, hier die Autobahn so zu bauen, dass die zum einen nicht nur gut aussieht, sondern zum anderen auch fahrbar ist. Und das werden wir vermutlich nicht überall hinbekommen, dass die halt eben beieinander ist, ne? Weil gerade bei solchen Stellen, wo jetzt hier zum Beispiel ein Fußballplatz drunter ist, da wird es schon extrem eklig, da eine Autobahn draufzusetzen. Da ging's. Ich will es aber halt möglichst auch halbwegs hübsch hinbekommen. Dass es halbwegs schön durch die Stadt sich durchschlängelt, das ist so das Ziel. Und das wird hier zum Beispiel gar nicht gehen, ne? Weil hier habe ich zu knapp bauen müssen. Und jetzt müssen wir das Ding halt wieder einfangen. So. Meteorologists are issuing a thunderstorm warning for the coming days. Citizens are advised to stay indoors. Okay, also indoors ist nicht gut. Komm schon, das könnten wir hinbekommen. Na, da müssen wir wieder... Seht ihr, das sind die Probleme, die man bei solchen Projekten hat. Teilweise kommt jetzt die Autobahn an sich schon zu nah aneinander. Und blockiert sich quasi gegenseitig. Jetzt haben wir kein Geld mehr. Ah, die ganze Kohle weg. Aber wir sind relativ weit schon gekommen. Das heißt, das müssen wir jetzt einfach mal so laufen lassen. Und später soll es halt dann so aussehen, dass wir hier halt richtig schön eine Autobahn über der Stadt haben. Und sich so die Gebäude unten... Also hier in der Stadt seht ihr es ja schon mal. So schaut es dann aus, wenn dann die Autobahn hier durchgeht. Ich finde, das hat irgendwie einen Blick für sich, ne? Also ich finde, das ist gar nicht mal so schlecht. Die Stadtautobahn. Kann man lassen. Jetzt ist natürlich hier Ende momentan, aber... So, unter den Wolkenkratzern hier haben wir quasi die Stadtautobahn. Das finde ich schon mega.
Es hat schon was für sich. Natürlich müssen viele Gebäude weichen. Aber der Vorteil ist dann zum Beispiel, dass wir hier jetzt Abfahrten legen können. Dass wir sagen können, okay, der Verkehr, der hier lang kommt, wird jetzt hier eine Abfahrt zum Beispiel bekommen und geht hier unten drauf. Oder beziehungsweise wird hier vielleicht eine Abfahrt kriegen, außen um dieses Panel hier rum und dann beispielsweise hier drauf. Oder wir bauen eine sechsspurige Straße, die hier drauf, also Abfahrt und Auffahrt gleichzeitig ist. Ja, ginge auch. Lass wir das halt heilen. Und. Tausend Möglichkeiten. Aber so insgesamt gefällt mir schon ganz gut. Freunde, wir sehen und hören uns in der nächsten Folge. Wenn ihr Bock habt, bis dahin. Danke fürs Zuschauen. Habt eine wunderschöne Zeit. Lasst euch gut gehen. Euer Zwerg auf ZwergTube. Tschüss.